Guten Tag, Lokführer. Die Passagiere sind bereit, diesen 4:14 Zug nach Bad Oldesloe zuzusteigen. Ihre Fahrstraße aus Lübeck heraus sollte in Kürze frei sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Train Simulator 2016 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges, und dem Lind, dem leichten, innovativen Nahverkehrstriebwagen. Beziehungsweise bei der Deutschen Bahn heißt das Ding Baureihe 648. Ja, genau so war's. Und wir geben erstmal die Türen frei, weil die Leute wollen ja auch einsteigen. Und wir steigen jetzt auch mal aus hier. So. Bad Oldesloe, das ist unser Ziel. Hier ist es ein bisschen lauter. Aber im Führerstand ist es wieder so leise. Deswegen habe ich die Lautstärke mal ein bisschen hochgeschraubt. So, hier steigen sie ein und aus. Wunderbar, so sieht das Teil aus. Von außen wirklich, wie ich finde, ein sehr schönes Fahrzeug. Vielleicht die Texturen, ja. Ich weiß nicht, ich möchte gleich nochmal was dazu sagen. Ich habe nämlich bereits ein Video gesehen über die Baureihe 648. Und ja, die kam nicht so gut weg. Aber naja, okay, gleich mehr dazu. Aber hier schön die Kupplung. Das ist doch schon ein schönes 3D-Modell, muss man doch sagen. Muss man doch mal sagen. So. Wir steigen ein bisschen ein und aus. Wir gehen nochmal in den Führerstand. Weil wir müssen, beziehungsweise müssen eigentlich nicht, den Schlüssel drehen. Weil, hallo, man kann auch ohne fahren. Also das ist wahrscheinlich einfach nur, ja, keine Ahnung. Der ist einfach da, weil der Motor läuft ja schon. Also eigentlich gibt es ja immer die Schlüssel, um den Fahrtisch zu aktivieren quasi. Ne? Dass da jetzt nicht jeder einfach so dran rumspielen kann und zack, fährt er. Zack, fährt der Zug eben da irgendwie rum oder so, ne? Aber hier kann man auch ohne Schlüssel drehen losfahren. Aber, da kommt noch ein Regionalexpress. Aber hier haben wir zweimal Ebola und die gehen halt aus und an dadurch. Wir können auch den Zugfunk aus und an machen, wobei ich bei den ganzen Sachen im Train Simulator leider nicht weiß, warum sie da sind. Also es ist wirklich, sie sind total nutzlos. Aber ist auch egal. So, was haben wir denn hier noch Schönes? So, gucken wir uns einfach kurz um. Hier haben wir die Notbremse, die kannst du sogar bedienen hier. Haben wir hier irgendwas? Oh, ja, PZB-Einrichtung, apropos PZB. SIFA und PZB machen wir mal ganz kurz an. Die Türwahl. Ja, okay, müssen wir gleich mal gucken. Richtungswender nach vorne. Hier können wir nichts bedienen, doch den Scheibenwischer haben wir verschiedene Intervalle. Ja, okay, so. Ich denke, wir sollten uns jetzt langsam mal auf die Reise machen. Wir haben hier noch irgendwo ein Führerstandslicht, aber das lasse ich mal aus. So, deswegen sage ich jetzt mal Bremsen lösen. Und Drehzahl, zack, los geht's. So, jetzt aber, jetzt sind auch die Türen zu und los geht's. Abfahrt. Aber das Signal ist rot. Ach Gott. Ist der noch nicht durch oder was? Es geht natürlich gut los hier. Also bremsen wir wieder ab. Aber wieso waren gerade denn... Hä? Wieso waren gerade denn dann... Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So. Dann müssen wir nochmal kurz abbremsen. Wir haben sowieso jetzt gerade was Illegales gemacht. Wir sind gegen ein halt zeigendes Signal losgefahren. Sowas tut man nicht. Beziehungsweise muss man dann erstmal den Fahrdienstleiter fragen, ob man das denn überhaupt darf. So, dann müssen wir noch kurz warten, bis der hier vorbeigejuckelt ist. Auch hier ist das Phänomen des Rasselns sehr stark zu hören. Also es gibt dieses Rasseln, ich kenne das auch, aber im Stillstand und so extrem, ich weiß ja nicht. So, jetzt gleich müsste es aber mal hier losgehen, wir können die Bremsen mal langsam wieder lösen. So, jetzt ist da dicht gemacht und wir haben Abfahrt, beziehungsweise Ausfahrt mit 60.
Aber wir können uns direkt mal aus dem Startprogramm der PZB befreien. Und hier ist zwar kein Magnet, aber ich bestätige trotzdem mal. Ich erinnere mich nur, dass die Strecke sehr unschön war, was die PZB anging. Aber ich habe jetzt nur dafür Szenarien gefunden, also Karriereszenarien. Und sonst gab es jetzt auf anderen Strecken nichts zu finden. Aber gut. Das ist ja das Schöne hier. Wenn man jetzt sich so ein Fahrzeug kauft, dann steht das dann auch zum Beispiel hier manchmal rum, ne? Und belebt so ein bisschen die Landschaft. Ja. So. Ja, jetzt sind wir unterwegs. Mal wieder in Norddeutschland. Wunderschön. Schon lange nicht mehr gewesen, ne? Zumindest im Train Simulator. Nein, echt auch nicht. Aber gut, das sind nochmal andere Sachen. Ja, jetzt zu dem Thema, was ich ansprechen wollte. Und zwar, ich habe schon ein Video eben über den Lind gesehen. Und ja, es war so ein bisschen, er wurde ziemlich kritisiert. Und zwar aus mehreren Gründen. So, können wir uns auch mal draus befreien. Also zum Beispiel, ja, die Lokführerperspektive, man sitzt halt sehr hoch, ne? Aber wenn man sich das von außen anguckt mal, ja, man sitzt auch sehr hoch, ne? Also, ja, okay, und so geht's eigentlich auch. Also ich finde es jetzt nicht so dramatisch, aber zum Beispiel die Türen gehen sehr schnell zu und hier zum Beispiel das mit dem Schlüssel, was ich anfänglich schon gesagt hatte, hier hat man dann auch zweimal Ebola und ich weiß nicht, es ist so ein bisschen schade eigentlich, ne? Also man hätte, das ist immer die Sache, man hätte vielleicht mehr draus machen können. Es ist halt bei vielen Fahrzeugen von DTG, nicht allen, das muss man nochmal so sagen. Nein, schlecht sind sie nicht, schlecht sind sie nicht. Aber es gibt halt Leute, die haben anderen Realitätsanspruch, sag ich mal. Ich sag mal, wenn ich jetzt mich überhaupt nicht mit Zügen auskennen würde, und zum Beispiel diesen Zug, den kenne ich jetzt auch nicht. Also ich war noch nie in einem, ich war ja als Fahrgast schon, gehe ich gleich auch mal rein in die Fahrgastansicht. Ich war halt noch nie in einem Lind vorne im Führerstand. Doch, ich habe ihn kurz gesehen, aber halt, ich weiß jetzt nicht wirklich viel über das Fahrzeug, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Und den Sound habe ich jetzt gerade auch nicht im Ohr, so oft fahre ich dann auch nicht Lind. Aber es ist halt, es sind wahrscheinlich große Unterschiede. Wahrscheinlich ist hier und da ein Fehler, aber ja, das Modell von außen, das kann man wirklich sagen, ist schön. Ich finde, das wirkt sehr stimmig und schön und rund, das, ne, das passt alles so. Aber natürlich diese ganzen Sachen, die stören natürlich schon. Und dann ist es halt so, dass manche dann denken, sie hätten einen anderen, also Leute mit einem gewissen Realitätsanspruch, sag ich mal, die dann daran kaufen sich das Fahrzeug und sind dann enttäuscht. Und das ist natürlich klar, ne? Aber das ist dann eben die Sache, die so ein bisschen schade ist, ne? Weil es ist ja auch nicht billig, ne? Jetzt gerade, glaube ich, Steam Sale 11 Euro oder so. Also 20% runter. Aber ist dann halt immer so ein bisschen so eine kleine Enttäuschung manchmal. Ich sehe gerade noch was. Der Tacho zeigt mehr km/h an, als ich fahre. Aber okay. Solange es nicht weniger sind, weil weniger wäre übel. So. Ja, wir gehen gleich mal in die Fahrgastansicht, würde ich sagen. Wir können jetzt mal durchbeschleunigen. Dürfen die SIFA natürlich nicht vernachlässigen. Und drinnen sind wir. Wir befinden uns im zweiten Triebwagen. Hinter der Kupplung. Hier sieht man, wenn wir mal kurz den Sitzplatz wechseln, sehen wir auch das andere Fahrzeug da. Und ja, auch hier. Oh, schön, kann man sogar alles lesen. Notbremse. Handgriff nur bei Gefahr ziehen. Nach Bestätigung Sprechstelle im Einstiegsbereich einschalten. Missbrauch strafbar. Und jetzt nochmal auf Französisch. Alarm. Nütire. Was? La Pourignée. Conca de danger. Après actionnement mis en route de l'interphone situé dans le vestibule d'entrée, tout abus sera puni. So, ja, auf Englisch und auf was? Auf Italienisch. Sparen wir uns mal. Was ich hier ein bisschen schade finde, man kann sich nicht komplett umgucken. Das heißt, man ist hier in dieses Sichtfeld eingesperrt. Und ja,
Okay, wir können mal ganz kurz doch nochmal rübergehen und aus dem Fenster schauen. Schön. Und wieder rein in den Führerstand. Ist gerade nur ein bisschen düster, ne? 4:20 Uhr, ich weiß nicht, dafür ist es dann wiederum hell, finde ich. Wobei, ich kenne leider dieses Gefühl, wenn die Sonne untergeht. Das hatte ich mal bei einer, was war das? Jetzt war eine kleine LAN-Party, kann man eigentlich so sagen. Und da ist auch die Sonne untergegangen und die Sonne wieder aufgegangen. Naja. Ist eine nette Erfahrung, muss man aber nicht jeden Tag haben. Das ist nämlich echt stressig dann. Zumindest der nächste Tag ist dann sehr stressig. Oder eben total faul, obwohl man vielleicht doch noch was schaffen will. Wie auch immer. So. Ich weiß gar nicht, wo wir Zwischenhalt haben. Das sollen wir uns vielleicht mal ganz kurz einblenden lassen. Unsere Fahrgäste von Rheinfeld. In Rheinfeld haben wir also einen kurzen Zwischenhalt. Wir können mal ganz kurz das Makro testen. Innen hört man es kaum, aber außen. So, jetzt sind auch alle Anwohner wach, die hier in der Nähe wohnen. Also ein. Ja, so ein Makro ist ja schon relativ laut, ne? Ich finde es immer lustig, wenn dann ein Lokführer die Tauben vom Gleis scheuchen will und dann das Makro dafür benutzt, ne? Was ja auch Sinn macht irgendwie. Und sich einfach alle am Bahnsteig sowas von erschrecken. Aber um 4:22 Uhr ist das schon ein bisschen brutal, wenn so ein Zug mit Makro an dir vorbeifährt. Und man noch in der Stimmung ist, ich will schlafen. Naja. Mir fällt gerade auf, es ist gerade eine schöne Fahrt, weil ja, dritte Fahrstufe und das Ding hält die 119. Ist echt entspannt. Können wir kurz eine Vorbeifahrt machen hier? Na, wo haben wir eine schöne Ansicht? Komm. Ich will dich von der Seite sehen. Und da rauscht er von dann. Wunderschön. Aber wie gesagt, das ist halt die Sache. Ich möchte den jetzt nicht kritisieren, weil ich finde ihn eigentlich schön. Es ist bei vielen Fahrzeugen von DTG so, dass sie schön sind auf jeden Fall. Aber wenn jetzt Leute dann den echten Zug kennen, dann gibt es halt immer was zu meckern. Und mit dem Preis ist auch eine Sache. Das sind immer so Streitereien. Also ich finde teilweise ist 11 Euro, weiß nicht, ja. Ist es ein virtueller Zug? Ist es berechtigt? Ist es nicht? Das ist halt immer die Frage. Und da streiten sich ja sowieso die Gemüter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also ich finde, man kann für sowas auch zahlen und ach, es ist immer das Kritische so. Was kriegt man geboten und so? Aber das muss eben dann auch letztlich jeder für sich entscheiden. Und das ist halt auch die Sache bei ganz vielen anderen Spielen mit irgendwelchen extra Sachen, die man sich dazu kaufen kann. Die Leute regen sich halt drüber auf, aber machen mit. Ne? Man kauft das Spiel und so weiter und so weiter. Aber dadurch unterstützt man ja eigentlich diese Politik. Aber das ist halt die Frage. Also, weil wenn man jetzt natürlich dann sagt, so ja, nee, ich bin jetzt voll dagegen und kaufe mir das Spiel nicht, dann entgeht einem ja eventuell was. Ne? Und das will man dann halt auch nicht und ja, dann ist halt. Ich sag mal, ganz schlimm ist das bei diesen kleinen, auch so für Mobile-Apps oder so, wenn man da dann investiert. Ich denke, man muss sich immer fragen, was man davon hat, so, ne? Aber wenn jetzt jemand da ist, der den Lind wahnsinnig gerne mag und einfach so fahren will und im Train Simulator damit fahren will und ich weiß nicht was, es kommt halt immer drauf an, was man dann damit machen will auch, ne? So, langsam müssen wir bremsen. Wobei die Bremsen eigentlich recht gut sind. Man kann nicht mit dem Kombihebel bremsen, das bringt nichts. Also der reduziert nur minimal die Geschwindigkeit. Aber die Zugbremse ist ganz effektiv. So, Türen auf. Ja, das Ding qualmt ordentlich. Es gibt vom Lind sogar eine Version mit Rußpartikelfilter, aber ich glaube, das ist hier nicht verbaut. Ja.
So. Ich muss gestehen, ich habe hier noch, oder was heißt gestehen? Muss ich ja gar nicht. Nee, das gerade die Abkürzung habe ich sogar so. Ich habe nämlich den Wikipedia-Artikel vom Lind geöffnet. Das ist ganz interessant. Da gucke ich gerade nochmal rein auf den zweiten Bildschirm. Genau, Lind wusste ja auch nicht, wofür das steht, aber okay, leichter, innovativer Nahverkehrstriebwagen, ne, habe ich ja schon gesagt. Und keine Ahnung, was steht denn da, bla bla bla. Mit einem Tognum-reihen Sechszylinder-Dieselmotor ist der ausgestattet und einer Gelenkwelle. Das ist die Übertragungsart. Kann einfach mit bla 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 Antriebsanlage. Bis zu drei Einheiten sind verkuppelbar und jetzt kommt noch eine Kritik. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Also einmal Trittstufen fahren aus. Das ist nicht schlimm, das ist was Gutes. Jetzt gleich gehen die Türen zu. Das ist schnell. Wenn da das Fingerchen dazwischen ist, dann ist das Fingerchen ab. Aber gut. Ja. Wurde bla bla bla. Der Lind wurde von Linkhoffmann Busch LHB entworfen und wird nach Übernahme von LHB durch Alstom innerhalb der Produktfamilie Alstom Coradia vertrieben. Aha. Interessant zu wissen, aber ich denke, wir fahren das Ding nur. Wir müssen es jetzt gerade nicht so genau nehmen hier. So. Ja, auch immer. Ja, jetzt haben wir hier. Aber die Türen sind auf der richtigen Seite. Headlight Switch. Moment. Moment. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah, ich dachte schon. Ah, jetzt haben wir Fernlicht an, ne? Aber wir wollen das Spitzensignal, das normale mit drei Lampen haben. So. Dann sehen Sie zwar nicht so viel, weil Fernlicht ist da. Aber wieso ist denn die obere aus? Naja, wie auch immer. Aber das ist natürlich ein. Das ist was, was selbst eine Person kritisieren kann, wie ich zum Beispiel, die sich mit dem Fahrzeug jetzt nicht so gut auskennt, weil das ist echt schade. Weil ich habe schon gedacht, so hier steht was mit Tür oder beziehungsweise Tour. Das ist blöd. Das ist. Ach nein, Leute. Tür, das kann man doch mal. Ach, dann fehlen. Ach, das ist eine Kleinigkeit, aber es ist eine Kleinigkeit, die vermeidbar ist, dass da Tour statt Tür. Jetzt könnte man hier natürlich weiter gucken. Wahrscheinlich sind da noch mehr Fehler. Noteintest, Scheibenwischer. Hier, Scheibenwischer, da steht doch Scheibenwischer. Warum setzen die den Scheibenwischer nicht dahin? Ich weiß es nicht. Und wieso? Ach, Leute, das wäre doch, das ist sogar derselbe Schalter. Wieso setzen die den nicht dahin? Machen wir ganz kurz hier Licht an. Ah, und hier ist das Deslight. Beim Signallicht, bei der Signallichtwahl. Na toll. Aha, okay, also das Ding hat auch ein Deslight. Das wissen wir jetzt auch. Aber irgendwie an der falschen Position habe ich das Gefühl. Ah, nee, das ist schade, das ist echt schade. Ah, Leute, Leute, lernt übersetzen, bitte, bitte. Fahrrichtung. Fahrrichtung. Wir können mal hier nach sonstigen Fehlern. Also, ich mache sowas sehr ungern, weil ich finde immer, der Gesamteindruck muss stehen. Aber wenn solche offensichtlichen Fehler, also wie gesagt, kleine Fehler, das kann ich total verschmerzen. Ich bin nicht so ein Pingel, aber wenn sowas passiert, dann muss man echt mal hier überlegen, was da eigentlich los ist. Notbremsüberbrückung. Ui, richtig. Tunnelfahrt. Durchsage. Tunnelfahrt? Was hat die Tunnelfahrt? Was bedeutet das? Muss man das drücken, wenn man in den Tunnel fährt, damit die Klimaanlage dicht ist, oder? Beim ICE funktioniert das automatisch, damit nicht so viel Druck da ist. Hier sind gar keine Bezeichnungen. Ist auch vielleicht besser so, weil sonst würde man wieder irgendwelche Fehler finden. So. Ja, wie gesagt, hier GSMR können wir an- und ausmachen. Aber bedienen können wir ja leider nichts. So, Bad Oldesloe in Sicht.
Wir können langsam schon mal das ganze Teil hier ausrollen lassen. Ah, das ist so schade. Das ist. Ach, das ist. Ne? Weil dann weiß selbst ich jetzt, die waren sich nicht ganz sicher, wo die Tür war und der Scheibenwischer ist. Ne? Also, egal, vielleicht ist es ja an der richtigen Position, aber trotzdem, die Bezeichnung ist falsch und darauf. Das lässt darauf schließen, ne? Wie wenn im Abitur zum Beispiel bei einer Abiturklausur das falsche Datum drüber steht, ne? Das ist, lässt auch darauf schließen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber das lässt darauf schließen, dass hier irgendwas falsch gelaufen ist. Also, dass die sich nicht richtig informiert haben. Das ist schade, Leute. Sehr schade. Das ist dann vielleicht wieder ein Fahrzeug, was man sich irgendwann mal im Steam Summer oder Winter oder sonst was, Summer Sale, kommt da, ja, müsste, ne? Was man sich dann kauft, einfach weil es dann für ein paar Cent über den Ladentisch geht, quasi. Naja, wie auch immer, nächste Station. Bad Oldesloe, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist unser letzter Halt. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Mach dein Fernlicht aus, Bruder. Haut der da das Fernlicht rein. Bringt doch nichts, ist doch hell. So, dann bringen wir den mal langsam hier zum Stillstand. So, jetzt gerade bremse ich nur mit dem Kombihebel. Teilweise sind die. Warte mal, das muss ich mal kurz. Blablabla. Später wurde auf Bremsrüstung von Knorr Bremse gewechselt. Die Fahrzeuge für DB Regio und Taunusbahn verwenden zudem Retarder als hydrodynamischer Ergänzungsbremse. Zusätzlich verfügen die Fahrzeuge der Taunusbahn über Rußpartikelfilter. Also haben wir. Oh, da steht Ziffer. Oh. Also haben wir wahrscheinlich hier. Ja, wahrscheinlich ist das dann wie der Retarder. Aber es kommt leider kein Retarder-Sound, weil den Retarder-Sound, den hört man tatsächlich im Original. Das weiß sogar ich. So, wir öffnen die Türen und ich denke, wir. Komm, steigen wir nochmal kurz aus hier. Gucken wir erstmal. Das ist allerdings schön, das ist genauso hochauflösend, wie wenn man das Fahrzeug verlässt, also wie man im Führerstand sitzt. So, hier ist die Trittstufe jetzt durchaus berechtigt, auch wenn sie die Lücke noch nicht ganz füllt. Ah, oben haben wir auch sich drehende Dachlüfter. Hier schauen wir uns das ganze Ding doch nochmal von außen an. Knorr-Bremse, KB ist das, ne? Und KE ist Knorr-Einheitsbremse, ne? MG, haben die Magnetschienenbremse? Wo? Sehe ich keine, ja? Daraus kann man eben ziemlich viel lesen, aber ich kann es nicht. Gute Arbeit heute Morgen. Alle Halte Ihres Fahrplans wurden pünktlich erreicht. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Und ich habe natürlich wunderbar abgeschnitten und bin jetzt Level 12, Leute. Level 12. Die Dinge werden schwieriger. Hä? Was wird denn schwieriger? Nichts wird schwieriger. Also, damit verabschiede ich mich dann und sage Tschüss. Bis dann. Euer Zengis.